Herzlich willkommen bei Indubio, dem Podcast der Achse des Guten mit Burkhard Müller-Ulrich. Dies ist die sage und schreibe 87. Ausgabe und es ist unsere Weihnachtsausgabe am 24. Dezember im Jahr 1 des Corona-Regimes. Wir alle werden diese Weihnachten noch lange in Erinnerung behalten als das Fest, das nicht sein durfte. Abstand, Absonderung, kein Gesang, keine Gemeinschaft, keine Reisen, keine Restaurants. Dafür jede Menge übergeschnappte Politiker, die von übergeschnappten Medien dafür gefeiert werden, dass sie die Menschen so richtig an die Kandare nehmen. Und wir von der Achse des Guten, wir profitieren davon. Ja, denn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie lechzen nach Alternativen zum Mainstream-Nonsense. Sie lesen die Texte auf Ach Gut und Sie hören Indubio, wo fundierte Kritik und vernünftige Zweifel zu Hause sind. Und sie werden immer zahlreicher. Also nicht nur die Zweifel und die Texte werden zahlreicher, sondern auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hören und lesen uns nicht nur, Sie schreiben uns auch und Sie unterstützen uns mit Spenden und Patenschaften und Sponsoring. Und speziell was das Sponsoring von Indubio betrifft, will ich Sie nochmal ermuntern. Schreiben Sie einfach an indubio@achgut.com, wenn Sie in diesem Podcast erwähnt werden wollen. Das ist Werbung, die ankommt und ich werde sie hier gern präsentieren. So, und nun zur Weihnachtssendung. Heute kommt zum ersten Mal die Achse, und zwar die ganze Achse, selber zu Gehör. Und was heißt die ganze Achse? Ich rede von den Leuten, die quasi im Maschinenraum die Achse ölen und schmieren und dafür sorgen, dass sie läuft. Und dazu gehören nicht nur die drei Gesellschafter der Firma Achgut Media, nämlich Henrik Broder, Dirk Maxeiner und Fabian Nicolai, sondern dazu gehören auch Christoph Kramer als Büroleiter, Felix Perrefort als Social Media Manager und Ulrike Stockmann als Redaktionsassistentin. Und außerdem begrüße ich unsere Videoabteilung in Gestalt von Peter Grimm und unser Lektorat, verkörpert durch Claudio Casula. Und jetzt erstmal Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Das klingt ja schon toll. Wir sind hier elektronisch-akustisch verbunden, zusammengeschaltet von ganz verschiedenen Orten zu unserer virtuellen Weihnachtsfeier. Und jetzt naht die Bescherung. Weiß eigentlich jemand, was das für ein komisches Wort ist? Bescherung? Also ich habe mal gelesen, dass es sich da wohl um ein Wort handelt, das aus dem Mittelhochdeutschen stammt. Bescheren hieß wohl so etwas wie teilen, zuteilen, geben. Mhm. Und ich glaube, seit dem 18. Jahrhundert wird es eben im Sinne von Bescherung durch das Christkind teilt Geschenke zu. Klar. Ich fand es deswegen komisch, weil was einem ja sonst einfällt dazu, also danke Claudio, das war Claudio Casula, unser Lektor, hat nichts mit Schere zu tun, oder? Mit Schnippschnapp, Abschneiden. Nein, gar nichts. So. Das hat eher was mit Schar zu tun. Im Sinne von, ja, das weiß ich, wenn du sagst, scher dich zum Teufel, ja, dann ist damit gemeint, man soll sich zu dieser Schar des Teufels da hinbegeben. Aber das hat ja auch eigentlich nichts mit Bescherung zu tun. Ja, aber also, der Hinweis, dass es aus dem Mittelhochdeutschen stammt, war schon richtig. Und das Mittelhochdeutsche ist nämlich das Jiddische. Und im Jiddischen heißt es, es ist beschert. Das heißt, es ist vom Schicksal zugeteilt. Also es hat noch diese schicksalhafte Komponente dabei. Mir gefällt das Wort sehr gut. Die neudeutsche Interpretation könnte natürlich auch korrektiv sein. Also im Sinne von Schere im Kopf. Naja, also schon wieder was zum Nachdenken. Und das macht ja auch Spaß, manchmal so ein bisschen auf den Worten rumzukauen. Henrik, weil du das gerade mit dem Jiddischen, Gott sei Dank haben wir jiddischen Sachverstand hier in unserer Runde. Wir haben einen sehr begrenzten, ja. Wen würdest du denn bescheren? Ich meine, machst du Geschenke? Kriegst du Geschenke? Wünschst du dir was? Ich wünsche mir immer Geschenke, aber diesmal will mir die Familie nicht schenken, wegen meinem andauernden Pessimismus. Ich bin sozusagen der Launeverderber in meiner Familie, eine Aufgabe, die ich sehr gerne seit langem sehr intensiv wahrnehme. Und die Vorhersage, wir werden nächstes Jahr Weihnachten unter den gleichen Bedingungen feiern wie dieses Jahr, hat mich dann um jede Chance auf Geschenke gebracht. Aber, wow, das ist ja deine Vorhersage für das ganze Jahr 2021, ja? Ja, es könnte sein, dass wir in einem Jahr hier wieder zusammensitzen und sagen, tja, eigentlich war es im Jahre 20 noch ganz schön, ja. Das ist meine schlimmste Angst, ehrlich gesagt.
Ja. Es gibt also ich kenne auch andere Leute, die das prophezeien, aber ich möchte daran nicht glauben, weil ich es einfach zu gruselig finde. Ja, ich möchte auch daran nicht glauben, aber kurz vor der Niederlage in Stalingrad haben die Beteiligten noch an einen Sieg geglaubt, nicht wahr? Oh, da macht sich ja Weihnachtsstimmung bereit, ich merke es. Ja. Ja, jetzt. Du meinst, es ist ungefähr so wie damals, wir müssen Weihnachten im Schützengraben feiern? Ja, und es gibt wahrscheinlich eine kurze Auszeit, dann steigen die Leute aus den Schützengräben und spielen Fußball miteinander. Und dann schießen sie wieder aufeinander. Das ist doch passiert im Ersten. War das bei den das war entweder bei den Düppeler Schanzen oder im Ersten Weltkrieg, finde ich eine rührende Geschichte. Aber damals gab es keinen Amazon-Lieferdienst. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Es ist ja auch keine Live-Übertragung irgendwo auf einem Sender. Aber immerhin jedes Jahr, dieses Jahr und nächstes Jahr und überhaupt zu Weihnachten. Eine rührende Geschichte auf Arte, wie aus Feinden kurzfristig Freunde wurden. Ja, seht ihr, das bleibt. Ich habe ja die Theorie, dass es ohne Lieferservice und Netflix und Amazon und so weiter, dass es gar keinen Lockdown hätte geben können, weil die Leute schon viel schneller, viel frustrierter gewesen wären. Ja, das kann sein. Aber ich meine, die waren ja auch 40 Jahre erfolgreich in der DDR frustriert. Ohne dass es meine Frustration, entschuldigt bitte, Frustration ist ein Meister aus Deutschland. Aber in der DDR hattest du wenigstens noch hinreichend Kneipen, damit die Leute dann sich die Frustration schön trinken konnten. Ja, das immerhin, richtig. Auf die Idee, das zu verbieten, wäre die SED nie gekommen. Ja. Sagt Peter Grimm und jetzt wollen wir mal, wir kommen gleich wieder zurück zu Lieferdiensten und Bescherungen und so weiter und Henrik kann auch seine schlechte Stimmung weiter verbreiten, aber es geht auch darum, die Achse ein bisschen vorzustellen und Peter Grimm ist ja, ich hatte es vorhin gesagt, unser Videomann, er macht auch die wöchentlichen, montäglichen Videos mit Henrik. Wann und wie kommt ihr da zusammen? Ihr seid ja jetzt räumlich sehr weit auseinander. Ihr macht es zum Teil aber auch auf Distanz, ne? Also so wie in dubio produziert wird im Grunde. Also wir haben eigentlich versucht, so häufig es geht, direkt zu drehen, dass wir also uns mit Henrik in Berlin getroffen hatten. Und wenn es manchmal die Situation, also vor Corona, die Situation so war, dass Henrik irgendwo in der Welt unterwegs war, wo es unser Etat leider nicht zuließ, ihm hinterher zu fliegen, da haben wir es dann via Skype oder anderweitig in der Ferne aufgezeichnet gemacht. Und jetzt ist es natürlich ja fast für jede Woche so, weil es natürlich schwierig ist für alle Beteiligten, also Team, mich als Autor und Henrik irgendwie gut zusammenzukommen. Du bist ja ein Frühaufsteher, wie ich weiß, schon deshalb, weil du diese Morgenlage auf der Achse, diese Nachrichtenzusammenfassung immer produzierst. Und ich weiß auch, Henrik, dass du nicht so sehr der Frühaufsteher bist. Nein, war ich noch nie. Wann dreht ihr denn dann? Mittags. Also im Prinzip dann, wenn die Morgenlage erfolgreich überstanden ist und Henrik die Nacht erfolgreich überstanden hat. Ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht gerne aufstehe. Das würde ich schon machen. Aber meine Religion verbietet es mir, vor 10 Uhr morgens aufzustehen. Und deswegen kann es nicht vor Mittag stattfinden. Fabian, war das dein Lachen? War das ja. Einverständig ja. Oder spöttisch? Beides zusammen. Ich bin ja schon einige Male mit Henrik rumgereist und ich muss sagen, er hat in seinem ganzen Pessimismus und der fatalen Grundstimmung, die er da verbreitet, immer doch einen Witz hintendran. Deswegen, das kenne ich schon. Also eigentlich meint er das ja alles gar nicht so. Doch. Seit Neuestem. Nein, schon immer, wirklich. Schon immer. Ja. Ich werde ja nur immer missverstanden, weil lauter Optimisten um mich herum hocken. Man muss ja dazu sagen, dass Fabian mit Henrik in Island auch mal mitten in einem Vulkanausbruch gestrandet ist. Daher kennen sie sich in Sachen Pessimismus beide ziemlich gut aus. Ja, na, dazu muss ich aber sagen, die Geschichte war etwas anders. Die Nacht war ja taghell normalerweise und wir wurden dann ja einquartiert und als ich am Morgen aufwachte, stellte ich fest, dass alles stockduster ist, obwohl es ja taghell sein müsste. Und dann bin ich zu Henrik ins Zimmer und meinte so, Henrik, wach mal auf. Und dann nahm er seine Schlafmaske ab
und sagte so, ja, was ist denn? Und lächelte mich an, guten Morgen. Und dann sage ich so, fällt dir was auf? Und er sagte, nö, was soll denn sein? Ist doch alles in Ordnung. Und dann sagt er, ach du Scheiße. Und so war es dann auch. Da kam mir dann nicht mehr weg. Das war dieser berühmte Ausbruch von dem unaussprechlichen Eyjafjallajökull. Nein? Nein, der Vulkan heißt Eyjafjallajökull. Ja, danke. Aber das war er nicht. Das war der nachfolgende Ausbruch vom Grimsvötn. Genau. Aber ihr seid schon Spezialisten für Ausnahmezustände, ne? Nein, es war gar nicht so schrecklich. Ich meine, verglichen damit, dass wir heute aufstehen und Herrn Wieler im Fernsehen sehen, oder noch schlimmer, den Herrn Altmaier, da bin ich lieber irgendwo, wo ich dann von einem Vulkanausbruch geweckt werde. Aber Henrik, kannst du nicht so schlimm. Henrik, kannst du dich noch erinnern, wie wir 16 Kilometer durchs Lavafeld gefahren sind, bei einer Sichtweite von einem Meter? Und irgendwann kam ich von der Straße ab und hing dann so halb zwischen Damm und Lavafeld und du sagtest ganz trocken von hinten, das war's jetzt. Ja, das naja. Sag ich jetzt jeden Morgen. Genau. Jeden Morgen, ja. Jeden Mittag, ja, jeden aber, Abend. Und wenn ich genau. gut gelaunt bin, auch zwischendurch, ja. Ja, aber wir hatten einen Four-Wheel-Drive und das wusstest du nicht. Und ja, und es war ein wunderbares Erlebnis, wirklich. Ich kann einen Vulkanausbruch auf Island jedermann nur empfehlen, wirklich. Du hast ja da eben gerade das eingeführt mit Henrik und mit den Erlebnissen in der Ferne. Ich war gerade am Nachdenken, wie das mit dem Tagesrhythmus bei der Achse, so eine Achse dreht sich ja eigentlich 24 Stunden. Zu jeder Zeit kann man irgendwas Neues lesen. Wie funktioniert das eigentlich, dass 6 Uhr früh was erscheint, aber auch noch um Mitternacht? Geht das alles durch deine Hände? Guckst du das dann alles an? Schläfst du überhaupt? Bist du Frühaufsteher oder Spätaufsteher? Braucht man dich gar nicht fragen, ne? Ja, also ich schlafe natürlich auch, aber es gibt ja die Möglichkeiten, auch zeitlich das vorzuterminieren. Also die Arbeit mit der Achse ist immer eine Wundertüte, weil ich weiß ja morgens nicht, was eigentlich an Themen kommt, weil wir bestellen ja keine Themen, sondern die Autoren liefern das, was sie gerade für wichtig halten. Und insofern muss man natürlich schon am Tag, den ganzen Tag gucken, was kommt da rein, was ist aktuell, was verbrennt sozusagen sofort, was kann man auf den nächsten Tag schieben oder was ist inaktuell. Ja, und dafür muss man natürlich alles auch lesen. Das kann man sich ja ausrechnen, wie viel Zeit allein das Lesen bedingt. Und ansonsten funktioniert es eigentlich, denke ich mal, so ähnlich wie auch eine Tageszeitung, außer dass wir eben dezentral schon immer sind. Das heißt, wir haben ein Büro in Berlin, aber etliche Mitarbeiter sind eben auch an anderen Orten. So, jetzt wollen wir dieses Büro in Berlin mal virtuell besuchen. Also Felix, Ulrike, Fabian, Christoph, ich sehe euch da vor meinem geistigen Auge jetzt hinter den Bildschirmen hocken. Und was macht ihr da eigentlich? Ulrike, liest du dann mit oder voraus, was Dirk dann später noch lesen wird? Oder was macht die Redaktionsassistentin? Na, die Redaktionsassistentin unterstützt den Chefredakteur, also Dirk. Und ich bekomme meistens von Dirk Texte, die er für gut befunden hat, damit ich sie einstelle. Und das mache ich dann. Also ich stelle die Texte ins System, ich füge Zwischenüberschriften ein, ich mache den Teaser, ein Foto, die Überschrift. Und dann guckt Dirk nochmal drauf und überprüft, ob es so bleibt. Und manchmal ändert er was und manchmal lässt er alles so, wie es ist. Und manchmal ist es umgekehrt, dass ich Sachen vorschlage bei bestimmten Autoren, die ich verfolge. Dann frage ich Dirk, ob er das nehmen möchte oder nicht. Aber das ist so größtenteils, wie es funktioniert. Wie feierst du Weihnachten? Ja, ich feiere Weihnachten eigentlich wie immer. Ich feiere mit meiner Mama, mit meiner Schwester und mit meinem Freund. Und also, was schenkst du? Gibt's eine Empfehlung von Ulrike Stockmann? Ich möchte meine Geschenke jetzt nicht verraten. Aber ganz allgemein gesprochen, ich bin ein Mensch, der wahnsinnig gerne zu Veranstaltungen einlädt, also der gerne Tickets verschenkt. Das finde ich ist immer eine sehr schöne Sache und das geht in diesem Jahr leider nicht. Und im nächsten Jahr auch nicht, sagt Henrik, ne? Oh mein Gott, ja, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch nicht, wovor ich große Angst habe. Also kann ich nur schon mal sagen, ich musste in diesem Jahr ausweichen und ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Also dieses Jahr gibt's eben Sachgeschenke. Ist es etwas, das man auch weiter schenken kann? Na, was ist denn das für eine Frage? Natürlich nicht. Weil das sind meine Lieblingsgeschenke. Auf gar keinen Fall. Also wenn jemand meine Geschenke weiterschenkt, dann gibt's aber Ärger. Wirklich?
Ja, aber natürlich, das sind ja vor allem auch sehr personalisierte Geschenke zumeist. Und das neue Bruderbuch zum Beispiel. Zum Beispiel, wobei dieses Jahr nicht, aber das ist natürlich auch ein wundervolles Geschenk. Und Bücher generell sind wundervolle Geschenke. Also ich habe auch gerade... Ja, Moment. Nicht zum Weiterverschenken. Ja, nicht, wenn es ein Buch von Richard David Precht ist, nicht? Also so weit wollen wir nicht gehen in unserem Masochismus. Also der Claudio hat eine sehr schöne Geschichte auf der Achse. Wenn man also den David Precht oder die Gesamtausgabe von Greta Thunberg geschenkt bekommt, dann kann man das ja auch umtauschen. Und er macht sehr sachdienliche Hinweise, was man sozusagen sich am besten dafür eintauscht. Ja, jetzt waren wir bei Ulrike und ihrer Tätigkeit stehen geblieben und die Achse dreht sich und dreht sich weiter, denn mit der Publikation eines Artikels ist es ja nicht getan. Kaum erscheint der Text, kommen die Kommentare. Und da sind wir verantwortlich für, nicht wahr, Dirk? Also wir können die Kommentare nicht ungefiltert, unbeschaut, unbesehen einfach so veröffentlichen. Ja, also einerseits können wir es nicht, wenn was Justiziables drin ist. Und zweitens wollen wir es auch nicht, weil eben mitunter auch bei uns natürlich Kommentare irgendwie unter die Gürtellinie gehen. Und deswegen lesen wir vorher schon alles. Aber wir haben eine Etikette, da ist das so halbwegs definiert, wobei das natürlich immer auch subjektiv ist. Aber ich meine, ich persönlich bin immer besonders froh um Kommentare, die halt wirklich erstens um die Sache selber gehen und vielleicht manchmal auch was dazu beitragen noch. Also wir haben ja auch viele Leser, die Sachverstand haben und zu bestimmten Themen, ich sag mal sowas wie Impfung oder so, dann merkt man, da lesen auch Ärzte mit und tragen dann einfach zur Information bei den Kommentaren noch weiter bei. Also ich persönlich mag diese Art von Briefen am liebsten, aber der Ton ist natürlich teilweise durch diese sozialen Medien auch wirklich ziemlich rau. Da können wir uns auch nicht ganz von abkoppeln. Das ist man mittlerweile auch gewohnt, aber ja, es gibt für alles natürlich auch Grenzen. Und der Argus, der da ein bisschen aufpasst, dass da also nichts Schlimmes oder Unsägliches erscheint, das bist du, Felix, ja? Richtig. Ja, wir haben da ja eine recht liberale Diskussionskultur, aber ja, wie Dirk auch sagte, manches trieft halt schon noch nur so vor Ressentiments und da muss man dann natürlich auch filtern. Und das Traurige ist ja auch, wenn man halt diese Leute immer wieder zu Wort kommen lässt und sie gar nicht reglementiert, dann vertreibt es auch die, die eher ruhigen und stilleren und bedächtigeren, die dann vielleicht auch klügere Dinge zu sagen hätten. Also dass man ja sich da ein bisschen verschert sozusagen mit denen und dass die Lauten dann dominieren, während die Lauten vielleicht gar nicht unbedingt in der Mehrheit wären. Henrik, liest du auch die Kommentare? Das würde mich mal interessieren. Also ich lese wahnsinnig gerne Kommentare, muss ich sagen. Und zwar schon immer, seitdem es das eigentlich gibt. Seitdem auch auf den Webseiten der Zeitungen und schon früher beim Spiegel und bei Welt und so weiter, habe ich fast mehr Kommentare gelesen als die Texte selbst. Es hat sich ja dann auch herausgestellt, dass die Kommentare meistens zu 90% gegen die Texte gerichtet waren und oft eben auch sehr sachhaltig, sehr, sehr schlau, sehr begründet, sehr informiert waren. Aber manchmal macht es auch einfach Spaß zu hören, was das Volk schreibt, oder? Ja, sicher, natürlich. Ich meine, das Volk hat's gut. Es kann sich seine Dichter aussuchen, aber wir können uns unsere Leser nicht aussuchen. Und wenn das so wäre, würden wahrscheinlich die Auflagen und die Reichweiten rapide fallen. Also ich lese Leserkommentare auch wahnsinnig gerne, vor allem diejenigen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Und es gibt oft übrigens bei Welt Online genauso und beim Spiegel, da kommen auf alle möglichen Texte Kommentare rein, wo man sich wirklich fragt, habe ich was ganz anderes geschrieben oder haben die ganz was anderes gelesen? Und da gibt es so Leute, die dann auf ihre humanistische Bildung hinweisen, die in einem Text über das Autofahren ein Zitat von Ovid bringen oder von Aristoteles, völlig unzusammenhängend. Aber ich finde das witzig, weil es offenbar bei vielen Leuten, was ich ganz okay finde, so ein Mitteilungsbedürfnis gibt. Und das muss, wie man heute sagt, nicht mal zielgerichtet sein. Es muss auch nicht richtig getriggert werden. Es sucht sich einfach seinen Anlass. Und insofern ist das okay. Das ist sowas wie jeder kann mitmachen. Und so reagieren auch unsere Leser. Die machen dann ihr eigenes Stück
völlig unabhängig davon, was wir schreiben. Aber damit sie überhaupt reagieren, müssen wir schreiben. Das ist eine Art von Service. Ich finde das vollkommen okay. Ich finde das auch immer sehr interessant, wie da ganze Co-Referate in den Leserbriefen auftauchen. Vor allem bei den Leserbriefen, bei diesem Format, gefällt mir oder finde ich sehr sympathisch, dass die Leute dann auch den Autor ansprechen mit lieber Herr so und so. Und also noch da herrscht noch sozusagen eine ganz andere Etikette, während es halt bei den Facebook-Kommentaren, da wird es viel unmittelbarer, viel ja unsublimierter sozusagen, da wird viel mehr rausgehauen und da geht es ja dann auch eher um Likes und ne, da will man sich ein bisschen kitzeln lassen mit den über die ganzen Likes, während diese Leserbriefe noch tatsächlich an den Autor dann auch selbst gerichtet sind und das finde ich sehr schön. Dirk. Wir haben ja sogar zwei Redakteure oder Betreuer der Leserbriefe. Also Felix macht die Social Media, also Facebook, Twitter, YouTube. Und auf der Achse macht das der Stefan Klinkin. Der kann heute nur nicht dabei sein, weil er am Knie operiert wird oder wurde. Ist aber alles bestens und man kann auch mit operiertem Knie Leserbriefe scannen. Weiß ich inzwischen, weil er arbeitet schon wieder. Also dann mal gute Genesungswünsche hier von Indubio ins Krankenhaus an Stefan. Und wir schreiten mal weiter. Und Entschuldige, kann ich noch vielleicht was zu den Leserbriefen sagen? Wir haben nur eine Kleinigkeit. Also das ist bei der AXA relativ selten der Fall, aber auf die Texte, die ich für die Welt schreibe, kommen wahnsinnig oft, weil gerade die Rede von Co-Referaten war, ellenlange Texte, wirklich. Und diese Texte sind unglaublich elaboriert und nehmen zu allem Stellung und widerlegen alles, was ich geschrieben habe. Und ganz zum Schluss steht da ganz oft der Satz, sie sind es nicht wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Und das gefällt mir sehr gut. Ich würde auch noch gern was zu den Kommentaren ergänzen. Ich finde das Schöne daran, dass sie oft wie eine Erweiterung des eigenen Beitrags sind. Also ich lese auch oft Kommentare und sehr gerne. Und ich finde auch oft schön, was für Ideen die Leser haben, weil oft sagen sie, ja, ach, letzte Woche ist mir das und das passiert und das ist ja auch so. Oder sie schicken an uns Dokumente, Evidenzen zu einem Artikel, den man gerade veröffentlicht hat und unterstützen somit auch die Recherche. Und das finde ich toll. Also einmal die Fakten, die man frei Haus geliefert bekommt, oft auch ohne, dass man dazu aufruft. Und dann aber auch eben so die Erweiterung der eigenen Gedanken. Ich fand es oft spannend, Statements von Lesern zu lesen, zu eigenen Artikeln beispielsweise. Und dann wie so eine Fortführung eigener Gedanken zu sehen und sich zu denken, ach stimmt, ja, das hätte noch gefehlt. Oder ja, stimmt, das ist, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Ja. Ja, es passiert wirklich. Das ist sehr witzig und manchmal bin ich richtig neidisch, weil die Leser auf Pointen kommen, die mir nicht eingefallen sind. Ja, das ist das Schlimmste. Genau. Ich sehe einfach, wir haben schon großes Glück, weil unsere Leser natürlich eine eingeschworene Gemeinschaft sind, die natürlich uns gewogen ist. Das hat dann aber auch einen Nachteil, dass es eine gewisse Besitzstandswahrung gibt und die Gefahr ist, dass unsere Leser glauben oder dazu tendieren, dass wir im Prinzip ein Weltbild bestätigen. Aber eigentlich wollen wir das ja gar nicht. Wir wollen ja sozusagen immer wieder eine Diskussion anfachen. Insofern sind wir eigentlich immer dankbar, wenn es Kommentare gibt und Leute, die bereit sind, eigentlich gegen die Masse der Zustimmung, die uns immer entgegenwogt aus den Kommentaren, auch mal den Finger zu erheben und zu sagen, nein, ich sehe das ganz anders. Und das ist eben das, worauf wir eigentlich aus sind, dass also sich Menschen berufen fühlen, uns zu widersprechen. Und natürlich müssen sie befürchten, dass sie dann auch wieder Gegenwind bekommen. Aber solange das gesittet passiert, ist es eigentlich genau das, was wir wollen, weil es ist das, was da draußen in den Leitmedien kaum noch stattfindet. Ja, weil die machen nämlich im Zweifel ihre Kommentarspalten zu, weil sie Angst haben, dass ihnen Gegenwind entgegenkommt. Und das haben wir natürlich nicht. Wenn ich vielleicht noch ergänzen darf zu dem, was die Ulrike eben gesagt hat. Es gibt ja in der Tat zwei Arten von Leserbriefen oder Kommentaren sozusagen. Die formellen, also die, die auf der Achse dann auch stehen, also die über dieses Formular auch abgeschickt werden. Und dann kriegen wir natürlich ganz viele informelle. Das heißt, wir bekommen Mails direkt an die Redaktion oder der einzelne Autor bekommt direkt Mails. Es gibt halt auch Leute, die nicht
das publik machen wollen, die uns einfach Dinge mitteilen. Und das ist wahnsinnig wichtig für uns. Das ist oft die halbe Recherche. Da kommen ganz viele Themen zustande und oft wissen die Leute gar nicht, dass sie gut schreiben können. Also die schicken uns einen Brief und wollen uns auf was hinweisen und dann frage ich nach, können wir das vielleicht so abdrucken? Dann sind die immer ganz verblüfft, aber darüber kommen oft ganz fantastische Geschichten zustande, weil die Leute natürlich sich oder die Leser in einem bestimmten Bereich richtig gut auskennen und zwar viel besser als jeder Redakteur, das mühsam recherchieren könnte. So, und jetzt Christoph, von dir haben wir noch sehr wenig gehört, aber ich weiß ja, dass du als Büroleiter die Oberaufsicht hast. Also ich setze meinen virtuellen Rundgang durch die Achse fort und frage mich, läufst du da rum und guckst, dass alle richtig arbeiten, ja? Eigentlich laufen alle anderen rum und gucken, ob ich richtig arbeite. So funktioniert das hier. Ich selber lese wenig Kommentare, muss ich sagen, aber ich lese sehr viele E-Mails von Leuten, die Kommentare geschrieben haben und sich jetzt beschweren, dass die nicht oder noch nicht oder wie auch immer veröffentlicht wurden und was das soll. Und manche vermuten dann auch, dass die Autoren selber unter ihren Artikeln die Kommentare moderieren und ihren Kommentar gerade nicht freigeschaltet haben oder wie auch immer. Also das finde ich ganz gut, dass das jetzt mal hier in aller Öffentlichkeit aufgeklärt wurde, dass es nicht die Autoren sind oder nicht die Autoren selber sind, die unter ihren Artikeln die Kommentare moderieren, sondern dass das jemand anders macht. Mhm. Da muss ich schon mal eine Frage weniger beantworten. Ja. Ja, und ansonsten koche ich natürlich Kaffee für Fabian und schneide ihm auch mal einen Apfel auf und hole die Post rein, was halt so anfällt. Also von den drei Aussagen waren zwei Drittel falsch. Ich habe natürlich vergessen, dass zu unserer täglichen Routine auch diese kleinen Gottesdienste gehören, die wir so um die Mittagszeit abhalten. Einmal für die Kollegen vom Korrektiv, deren weitere schnelle Genesung. Ja, einmal Fürbitte. Vielleicht auch Fürbitte heißt das, genau. Einmal vielleicht auch für die Antonio Amadeo Stiftung, dass sie so weitermachen wie bis jetzt. Also wir haben da schon viel Nächstenliebe im Gepäck mit und die verteilen wir gleichmäßig durch die Welt. Das finde ich mit am schönsten bei uns. Anders als die Bundesregierung, weil so die AHA-Regeln und Hygieneregeln, die gehen ja mit wirklicher gelebter Nächstenliebe gerade nicht zusammen. Jesus ist ja nicht auf Abstand gegangen zu den Infizierten. Der hat ja die Finger in die Wunden gelegt. Das tun wir ja auch, aber eher dann metaphorisch. Ja. Wir machen beides. Wir umarmen die Menschen und gleichzeitig legen wir den Finger in ihre Wunden. Genau. Umarmt euch weiter. Genau. Das ist unsere frohe Botschaft. Wir sind bipolar. Erstmal sind wir binär, das reicht doch schon als Umgang. Ja, da könnten wir jetzt hier noch in die Gender-Richtung abgleiten. Das lassen wir. Das machen wir besser nicht. Naja, wenn ich so das Panorama sehe, dann steht es, glaube ich, 8-1, was die Geschlechterparität bei der Achse betrifft. Muss da nicht noch was gemacht werden, ihr Herren Geschäftsführer? Naja, ich finde schon, wir müssen den Männeranteil erhöhen. Das ist schon richtig, ja. Brauchen wir nicht erstmal einen Aufsichtsrat, um die Aufsichtsratquote zu erfüllen? Es ist auch so, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich eigentlich eine Frau bin. Also ich bin noch am Schwanken. Es schwankt auch manchmal täglich bei mir. Und das habe ich bei der Einstellung natürlich unterschlagen, weil ich wollte hier niemand überfordern. Aber jetzt ist es also intern auch schon bekannt. Und also das würde zum Beispiel so eine Debatte doch sehr erschweren. Bei mir ist es sogar tageszeitlich bedingt. Ja, bei mir ist es immer so, wenn ich einen Parkplatz suche und da steht plötzlich nur für Frauen. Und schon ändere ich meine Identität. Aber das haben viele, habe ich gehört. Das soll bei ganz vielen so sein. Ja, ist sehr verbreitet inzwischen. Ja, mhm. Ja. Ich bin sogar Mutter beim Parken. Ja, wenn ich zu eilig fahre, bin ich eine ganze Familie, nicht? Da ist dieses wunderbare Zeichen nur für Familien. Und wer sagt denn, dass ein einzelner Mann nicht eine Familie sein kann? Wirklich. Und weil wir ja alle so flexibel sind, können wir dann die Quote doch tagtäglich neu aushandeln. Genau. Das Zusammenleben muss täglich neu ausgehandelt werden. Also natürlich sind wir alle eine Familie und zwar eine heilige Familie, deswegen sprechen wir ja zu Weihnachten hier miteinander. Ist jemand noch unzureichend zu Wort gekommen? Ich wollte Claudio was fragen, Claudio Casula, ja. Er ist ein echter Hamburger. Bist du mal unserem Vorbild und großem Idol Klaas Relotius mal begegnet in der letzten Zeit? Ich würde so gerne wissen, was er so macht. Er scheint abgetaucht zu sein. Oder er schreibt unter einem anderen Namen weiter, wer weiß.
Also ich habe das Gerücht gehört, er würde regelmäßig auf dem Winterhuder Wochenmarkt einkaufen. Ja, vielleicht schreibt er ja auch Kommentare auf der Akte. Das wollte ich gerade sagen. Das siehst du, Fabian. Great minds. Vielleicht hat er auch umgesattelt und formuliert Corona-Verordnungen. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, der schreibt unter Jakob Augstein im Freitag. Das wäre angemessen. Okay. Noch irgendwelche Geschenkvorschläge zu Weihnachten? Noch irgendwelche Prognosen für das kommende Jahr? Dirk? Also ich habe mir was zum Basteln selber geschenkt, nämlich eine Haarschneidemaschine, nachdem Herr Broder mir bei unserem gemeinsamen Friseur den letzten Slot vor dem Lockdown weggenommen hat. Und ich und Sabine werden am Heiligabend üben einen modernen Kurzhaarschnitt. Also ich hätte ja noch ein richtig tolles Weihnachtsgeschenk. Fabian. Ja, worüber sich jede Frau wirklich freuen würde. Dieselautos sind gerade total günstig. Und damit das vollendet ist, legt man natürlich eine Rose hinten in den Kofferraum. Aber das wäre doch was, oder? Dieselautos, sagt es. Natürlich, ein Diesel. Weil die werden ja bald nicht mehr gebaut. Und das sind ja geniale Motoren, die gehen ja nie kaputt, da kann man 300.000 Kilometer mitfahren. Ich merke schon. Übertrieben, ein Auto zu schenken. Nee, wieso? Uns hier im Büro hat der Fabian einen Weihnachtskalender geschenkt, das war sehr nett von ihm. Das ist ein ganz toller Weihnachtskalender, der ganz ohne christliche Symbolik auskommt. Das muss man auch erstmal schaffen. Vorne ist so eine Art Moschee drauf oder so. Und dann, aber deswegen habe ich ihn gekauft, ja, weil ich dachte, ich muss ja achtsam sein. Es könnte ja sein, dass es irgendjemandes nicht religiöse Gefühle verletzt. Okay. Naja, also jedenfalls essen wir jeden Tag was davon und schauen auf den Claudio Casula Gedächtnisfleck an unserer Tür. Claudio, den du hier hinterlassen hast bei deinem letzten Besuch in Berlin, als du gegen die Glastür. Naja, also wir wollen das nicht vertiefen. Hat er mit irgendwas um sich geworfen oder hat er sich selbst verletzt? Er wollte mit dem Kopf durch die Wand. Ja, wir haben sehr gefährliche Glastüren und man erkennt manchmal nicht sofort, dass es eine Glastür ist. Und dann denkt man kann da durchlaufen. Und das ist leider Claudio passiert. Also ich würde sagen, die Weihnachtstipps von Ach gut, komm, sind nicht so erhellend dieses Jahr. Also um kleine Verlage zu unterstützen, kann man von Thilo Schneider in der Ach gut Edition ein Buch erwerben. Das ist richtig gut. Mhm. Und es heißt The Dark Side of the Mittelschicht. Genau. Tolles Buch. Ich finde das alles nicht so originell. Ich habe was viel originelleres. Ich habe einen Weight Watchers Gutschein an Peter Altmaier geschickt. Bei Weight Watchers kann man ja Geschenkgutscheine wirklich kaufen und ich habe einen gekauft und an Peter Altmaier geschickt. Er hat sich noch nicht bei mir bedankt, was ich... Das ist ja noch nicht Weihnachten, er hat es vielleicht noch nicht ausgepackt. Das kann sein. Die Überraschung im Hause Altmaier. Er will sich selbst überraschen. Nanu, was ist denn das? Nein, wirklich. Wait. Von Henrik M. Broder. Ja, das ist aber nett von ihm. Ja, das ist der Doppelschlag, Weight Watchers und ich, genau. Ich habe auch noch eine gute Idee. Man könnte doch Eintrittskarten verschenken für Angela Merkels Wiederantrittsrede nach der Bundestagswahl als Kanzlerin. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Man könnte die Rede jetzt gleich schreiben. Und man könnte auch Eintrittskarten für all die ausgefallenen Kulturveranstaltungen verschenken. Die dürfte es jetzt recht preiswert geben. Und vielleicht machen wir damit einen Handel auf. Und dann kann man sagen, aber ich habe an dich gedacht und ich habe mir Mühe gegeben und es hat halt nicht sollen sein. Das waren die faden und fahrigen Weihnachtstipps der Achse des Guten für 2020, was ja nicht stattfindet. Und für 2021 machen sich keine Hoffnung. Henrik M. Broder sagt, es wird genauso. Aber 2022, da werden wir hier bei Indubio uns Mühe geben und mit einer neuen Ausgabe neue Tipps überbringen. Vielen Dank und jetzt allen frohe Weihnachten, euch allen überall. Tschüss. Frohes Fest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten.